Fütter mich! Fütter mich! Einer eine Idee, wer von den Mikeys echtes Selbst ist? Wütender Kerl, Fresssack, Durchgeknallter. Das sind alles Aspekte von Mikeys Persönlichkeit. Völlig richtig erfasst. Dann muss das seine nervige Seite sein. Nicht doch, ich bin das witzige Kerlchen. Kannst du uns zeigen, wo der wahre Mikey ist? Ernsthaft, das ist echt viel zu viel hier. Nein, aber ich kann für euch rappen, Bros. Alles nein, das ist schon okay. Mikey, wag es ja nicht, verstanden? Jetzt hört mal gut zu, denn ihr müsst ihn finden, den echten Michelangelo. Sonst wird sein Hirn ausradiert von dem Neutrino. Und gleich der erste Tipp ist sowas von nicht dumm. Zieht los und rettet mich, sonst ist die Zeit um. Ich bin zwar chillig, aber auch voller Hass. Doch der ist mir zu billig, nein, ich mag's lieber krass. Ich brauch für meine Power ganz viel Essen auf Dauer. Sonst macht der Magen Aua und das macht mich auch nicht schlauer. Teenage Mutant Astronauten zerpflücken meine Gedankenbauten. Durchstöbert das Zentrum meiner Seele, damit ich Mikey euch nicht länger fehle. Das ist unerträglich. Das Zentrum meiner Seele. Das ist doch wahrscheinlich... Ja, seine Fantasie! Mikeys Fantasie also. Ergibt Sinn. Immer wenn's schlecht läuft, dann hüpft er in sein verrücktes La-La-Land. Abgeschlossen. Passwort? Pizza! Hi. Liege. Chalupa. Pizza, 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 Pizza. Das ist er. Das muss der echte Mikey sein. Jungs! Mikey! Kein Wunder, dass er vor Angst weggerannt ist. Er ist ja nur ein kleiner Mikey. Wenn wir ehrlich sind, kam er nie über das Alter von 6 Jahren hinaus. Ich wusste, dass ihr mich findet. Diese fiesen Robotermonster haben mich gejagt. Also bin ich in meine Fantasie geflohen. Ziemlich cool, ha? Huh? Zieht euch den rein, mein Königshut. Jetzt bist du in Sicherheit, kleiner Mikey. Das hoffe ich mal. Okay, wie ist euer Plan, Brüder? Ah, sie kommen! Lasst sie bloß nicht in meine Nähe! Ich komme nicht durch ihre Panzerung, Donny. Das ist nicht nur eine Panzerung. Die bestehen nicht total aus physischer Materie. Die sind teilweise auch mental, so wie wir hier. Dann nutzen wir unseren Insider-Vorteil, um auf Augenhöhe zu spielen. Wieso seht ihr mich auf einmal so an? Mikey, du siehst die Welt auf eine Art, wie nur du sie siehst, wegen deiner gewaltigen, abgefahrenen, supermächtigen Fantasie. Hier drin bist du der König. Du musst keine Angst mehr vor denen haben, Mikey. Mit dir zusammen besiegen wir diese Idioten. Lass es in deinem Kopf krachen. Oh, Leute, ich habe gerade was ganz Irres geträumt. Das war kein Traum, Alter. Die Neutrinos sind sehr real. Sie sollten deinen Verstand rauben für Bälleboom. Was? Das war echt? Diese ekligen Muskelpakete, die waren echt in meinem Schädel? Na, wartet, ihr Knilche! Oh, der selten zu sehende wütende Mikey! Nehmt das! Oh yeah! Hua! Hey,
Hey, Mikey, wie reagieren Ninjas eigentlich auf eine Wasserattacke? Feuchte Panzeralarm! Nicht mit mir! Hey! Ihr habt keine Chance! Ich mach euch alle nass! Wow! Wow! Hallo, alles okay bei dir? Oh. Wow, der Anführer Leonardo und der Krieger Raphael und der Erfinder Donatello und der süße Michelangelo. Genau, ja, der bin ich. Jungs, ihr kennt uns. Ich hab euch gefunden. Ich hab euch tatsächlich gefunden. Ihr seid die legendären Turtle-Krieger. Das ist sowas von Grocking cool. Wir? Legendär? Was redest du da für einen Quatsch? Niemand weiß, dass wir existieren. Ja, niemand weiß es. Noch nicht. Aber ich komme aus der Zukunft und... Wow, ihr seid sowas von berühmt. Euch zu treffen ist viel interessanter als ein Treffen mit Genghis Khan oder Billy the Kid oder Sokrates. Bitte? Du sagst, du kommst aus der Zukunft? Und wir sind so wichtig, dass wir in Geschichtsbüchern stehen? Und du erwartest, dass wir das glauben sollen? Ja, ihr habt die Welt gerettet. Mehr als nur einmal. Ist ihr abgefahren? Gib mir drei! Hey du, mein Name ist zwar Michelangelo, aber du darfst mich Mikey nennen. Angelo ist nur mein zweiter Vorname. Und wie heißt du? Lass mich raten. Future Girl? Die Amazonenprinzessin? Die Wunderkriegerin? Nein. Mein Name ist Brinette. Ich bin ein Time Lord. Okay, eigentlich bin ich nur Time Lord Assistentin in Ausbildung. Kommen wir zur Sache, Miss Kopfschmuck. Beweis uns, dass du aus der Zukunft bist. Wo zum Teufel sind wir hier? Die Frage ist eher, wann sind wir? Avalon? Camelot? Der Turm des Dämonen? Klingt irgendwie nicht gut. Leute, seht mal da. Wir sind im Mittelalter gelandet. In England im Jahr 988, das ist doch total kühl, oder? Das ist doch so ein Modewort bei euch, kühl. Wir sagen nicht kühl, sondern cool. Und das hier ist gar nicht cool, ganz und gar nicht. Tja, ich wollte Savant hier eigentlich viel weiter zurückschicken. Helft mir bitte, ihn aufzuhalten. Anscheinend haben wir keine Wahl, Jungs. Hier geht's um den Lauf der Geschichte. Ja, ihr Jungs seid wirklich die Allerkühlsten. Oh, ich hab's. Renette, ich hab eine geniale Idee. Zieh dir das rein. Das Zepter kann das durchaus. Ist ja nur eine kleine Quantenmanipulation. Oh nein, nicht schon wieder was mit Kostüm. Komm schon. Es geht darum, unauffällig zu sein. Außerdem will ich super süß für Renette aussehen. Es geht um die Elfenohren. Ladies stehen drauf. Wir müssen einfach nur... Einfach nur das hier machen! Oh je. Yeah. Drück auf den blauen Knopf, Donatello! Mal sehen, wie das Ding funktioniert! Turtle, lass uns erst reden, bevor du irgendwas Voreiliges tust. Bist du dir diesmal auch wirklich sicher, dass er endgültig weg ist? Absolut, ja. Also, ich glaube schon. Mit 96%iger Sicherheit. Renette! Du kommst jetzt sofort wieder in die Zukunft zurück. Du hast Hausarrest. Oh, Grog. Ich bin schon unterwegs, Lord Simultanus. Ich muss aber vorher noch die Turtles absetzen. Oh, die legendären Turtle-Krieger? Das ist ja echt cool. Okay, meine Freunde, dann können wir jetzt heim. Renette, können wir in der Zukunft mal so ein bisschen abhängen? Nur so wir beide? Nur so für eine Weile? Oh, das würde mir sehr gefallen, Mikey. Irgendwann machen wir das. Und jetzt nichts wie weg hier, Turtle-Helden. Kawabang!
Unglaublich. Seht euch das an. Sind das Kometen? Ist das abgefahren. Fantastisch, nicht wahr? Gigantische Gasriesen, Neutronensterne kurz bevor sie kollabieren. Staubnebelwirbel, in denen Babysterne geboren werden. Oh, Babysternchen sind ja so süß. Professor? Oh, blieb. Na toll. Könntet ihr bei der Schadensanalyse behilflich sein, meine Freunde? Ich habe auch Raumanzüge für euch. Raumanzüge? Leute, ich denke, das verdient ein Level 9 Booyakasha! Unfassbar! Einfach fantastisch! Ha! Hier werden gerade alle Nerdträume wahr! Die Anzüge sind mit Sauerstoffwandlern, Gravitationsboostern und sogar Übersetzungscomputern für außerirdische Sprachen ausgestattet. Piep! Mr. Crenshaw, Phaser auf Zerstörung einstellen! Wow, dieser alte Helm ist ja absolut krass. Photonpucks, die spielen wohl auch Eishockey im Weltraum. Hammer! Du siehst heiß aus, Feuerlöckchen. Okay, ihr jagt mir langsam Angst ein. Seid ihr alle bereit? Entfernt euch nicht zu weit vom Raumschiff. Ich mein's ernst. Das ist mein strenges Gesicht. Seht ihr's? Ich geh als Erster! Aus dem Weg! Ich bin Erster! Entschuldigt, bitte! Kawabunga! Oh. Wieso dachte ich, dass das cool wäre? Wow! Bitte, ich will nicht kotzen, nicht kotzen! Ja! Wow! Einfach umwerfend! Das ist wie ein riesiger schwarzer Ozean, der sich weiter und weiter ausdehnt. Das ist traumhaft. Das ist echt irre. Seht ihr, wie ich fliege? Ich bin Captain Ryan, der Held der Galaxis. Juhu, yeah! Oh, ich muss schon wieder kotzen. Ich möchte nie wieder zurück in das Raumschiff. Ich will einfach nur zwischen den Sternen schweben. Hilft mir einer von euch bei der Schadenserfassung? Ihr solltet diese Dinge wirklich lernen, meine Freunde. Tja, das ist sehr unschön. Ich könnte das Loch leicht schließen, aber wir haben zu viel hypergeladenen Wasserstoff verloren. Das zusammen mit dem Tachyonensprung bedeutet, dass wir wahrscheinlich... Oh, nein. Viele... Riesige Asteroiden! Sei nicht so, Donny! Vorsicht! Jetzt hab dich, Bruder! Da, hinter dir! Casey, halt durch! Danke, Feuerlöckchen. Dieses blöde Jetpack lässt mich dauernd im Stich. Kommt schon, Leute, beeilt euch! Rein ins Raumschiff! Jeder sofort auf seine Station. Was für eine Station? Keine Ahnung. Sucht euch eine aus! Vorsicht! Nach links, Professor! Und jetzt runter! Runter! Kann mich endlich jemand aus dieser Achterbahn rausholen? Oh, Alter, wie wär's, wenn ich fahre? Das war ja so abgefahren! Ein paar beinahe Zusammenstöße mit ein paar Dutzend Planetoiden halten uns doch nicht auf. Hab ich recht oder hab ich recht? Soll das ein Witz sein? Wir sind eben beinahe draufgegangen. Ganz genau, beinahe. Beinahe ist ein wundervolles Wort, findet ihr nicht? Trotzdem brauchen wir Treibstoff, Professor. Was sollen wir denn nur tun? Wir halten einfach an einem Weltraumhafen an. Und gleich da vorne ist schon einer. Der Planet Varanon. Diese Computerdaten sagen, dass der Planet die Heimat von Weltraumpiraten, Schurken, Dieben und Schmugglern ist. Ich stehe schon jetzt drauf. Ein toller Ort, war noch nie da. Aber der Frühling dort soll grandios sein. Ah!
Wo sind wir? Ich denke, ich spreche für alle hier, wenn ich sage: Heilige Kanalmutter! Ah! Wie ist das bloß möglich? Wo sind wir hier? Oh nein, Leute! Ich fürchte, wir sind in Pittsburgh! Die Welt hier ist so flach! Ich sehe noch nicht mal meinen Hintern! Donnie! Ich will eine Erklärung! Wir befinden uns womöglich in einer alternativen Dimension. Die sind... Wir? Auf keinen Fall! Die haben eine Laserkanone! Angriff! Ach Quatsch, das ist doch keine... Die machen wir fertig! Wir wollen nicht gegen euch kämpfen! Dann hättet ihr mal keine Waffe auf uns richten sollen! Raus damit! Wer schickt euch? Die Triceraton? Runter von mir, du billige Turtle-Imitation! Das ist ja total radikal! Du siehst aus wie ich, Alter! Kawabanga! Ich hab euch doch schon gesagt, das hier ist keine Waffe. Das ist ein Portalprojektor. Ach ja? Und woher wissen wir, dass ihr keine Krang seid? Deshalb haben wir euch doch hergebracht. Krang! Er verursacht Probleme in unserer Dimension und in eurer auch. Krang versucht gerade, unsere beiden Realitäten zu zerstören. Wir wissen nur nicht wie. Das ist wirklich wahr, Jungs. Und deswegen wollten wir, dass ihr Poser, ich meine Turtles, uns helft. Sagte ich gerade Poser? Ups. Wow, was für eine Dimension ist das denn? Krang hat gesagt, das wäre die primäre Turtles-Realität. Vielleicht gab's die ja schon vor unseren beiden Welten. Kanal 6 muss in dieser Richtung liegen. Wenn du das sagst, dann los. Wow. Das müssen die Primär-Turtles sein. Hallöchen, wir sind Ninja. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Beeil dich, Donny. Da ist es. Wir sehen uns in einer anderen Dimension. Komm schon, Jungs, wir können verschwinden! Oh ja, nicht viel weg von hier! Ihr könnt hier nicht einfach so verschwinden, ihr Freaks! Oh nein, jetzt sind wir ja wieder hier! Ha, willkommen zurück, ihr widerlichen Reptilien! Ihr werdet nirgendwo hingehen, solange ich dieses Baby hier hab! Ich kann euer verdammtes Portal den ganzen Tag lang hacken! Oh, Krang! Es ist vorbei! Dein Plan wurde von uns durchkreuzt! Wir konnten all deine Dimensionierer deaktivieren! Du bist erledigt! So sieht's aus, Schwabbelhirn! Du kannst vergessen, unsere Realitäten in die Luft zu jagen! In die Luft jagen? Die Realitäten? Du wolltest tatsächlich Dimensionen vernichten, die wir seit tausenden Jahren schon mutieren wollen? Hast du einen Vollknall? Naja, du wolltest von mir, dass ich die Turtles vernichte, egal wie. Genau deswegen wurdest du damals auch von mir in die zweidimensionale Welt verbannt. Weil du ein totaler Vollidiot bist, ein Schwachkopf, eine Klappustabiere. Und weißt du was, du Idiot? Da werde ich dich jetzt wieder hinschicken. Oh nein, nicht schon wieder. Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Jungs, seht euch das an. Also das ist Dimension X.
Voll die Freakshow. Hier gibt's keine Sonne, hier gibt's gar nichts. Wie kann es hier... Pass auf! Das ist doch völlig absurd. Die Schwerkraft lässt sowas einfach nicht zu. Hier offenbar irgendwie schon. Ja, in anderen Dimensionen. Herrschen andere Physikgesetze. Beeilen wir uns lieber, um Mikey zu finden. Und wo beginnen wir mit der Suche? Irgendwas sagt mir am besten dort. Na dann los! Worauf wartet ihr noch? Kommt schon! Warum sind hier nirgendwo Krang unterwegs? Tja, zumindest wissen sie nicht, dass wir hier sind. Und was ist mit denen da? Was waren das denn für Dinger? Also, Mikey hätte sicher einen Namen für die gehabt. Lass meine Brüder in Frieden! Mikey? Es geht dir gut. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Ich habe monatelang auf euch gewartet. Monatelang? Vielleicht waren es auch bloß Stunden. Ich habe ja keine Uhr. Wir sind aber gerade mal 15 Sekunden nach dir durchs Portal gehüpft. Die Zeit vergeht hier offenbar viel schneller als in unserer eigenen Dimension. Es gibt ein temporales Differential. Ich liebe Tempura! Moment mal, wie hast du... Erstmal hauen wir hier ab, denn das Ding da wird immer wieder kommen. Und wir wollen ja noch Leatherhead retten. Oh, ich hole mir lieber noch ein paar Knallsteine. Mikey, sei vorsichtig. Wie hast du das gemacht? Hier reagiert das meiste nur auf den richtigen Ton. Und was machen wir jetzt mit denen? Das hier. Wow! Woher wusstest du, wie die Käferdinger funktionieren? Für mich war das ganz offensichtlich. Mikey, du bist hier sowas wie ein Genie! Hey, in einer schrägen, verrückten Welt ist nun mal der schräge Verrückte der König. Die schmecken übrigens auch gut. So, und jetzt retten wir alle Leatherhead. Die Krang haben das TCRI repariert. Womöglich funktioniert ihr Portal ja dann auch wieder. Das müssen wir schnell herausfinden. Wie sieht's bei dir aus, Donny? Nicht schlecht! Okay, Donny, es ist spät. Ruh dich erst mal aus. Ich hab's fast geschafft. Er hat nur noch ein paar kleine Fehler. Wow! Donny, schalt seine künstliche Intelligenz ab. Seine künstliche Intelligenz? Aber damit entferne ich ihm sein Gehirn. Mit Gehirn ist er zu gefährlich. Wir brauchen ihn so, wie er ist. Die Krang und die Foot sind besser bewaffnet als je zuvor. Das Risiko ist mir zu groß. Metalhead hatte bereits Fehler, bevor er an diesem Krang-Computer dran war. Und er wurde schon einmal von den Krang übernommen. Bist du sicher, dass du ihm vertrauen kannst? Du hast bestimmt recht. Ich werde mich darum kümmern.
Tut mir leid, Donnie. Wow! Okay, mein Freund, ich baue dich wieder auf. Nur kurz rebooten, den Speicher löschen und schon fühlst du dich viel besser. Und das tut kein bisschen weh. Donnie, was machst du da? Ja, Alter, Tiefseentauchen macht man ja wohl niemals ohne Begleitung. Verriegelt. Mach die Tür wieder auf, du dämlicher Blechbüchse! Was ist mit dem Garagentor? Das bringt nichts. Er hat's zugeschweißt. Donnie, ich hab dir gesagt, er ist gefährlich. Der legt bestimmt gleich die gesamte Stadt in Schutt und Asche. Ich bring ihn zur Vernunft, sobald wir hier rauskommen. Ja! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Sonst läuft ein Killerroboter amok! Mach nicht so einen Lärm, sonst wird's Splinter noch. Anscheinend habt ihr keine Ahnung, welche Zeit wir haben. Pizzazeit? Wieso war die Tür verriegelt? wir haben nur rumgealbert. Nichts weiter. Metalhead wollte uns töten. Leonardo? Ehrlich gesagt, Sensei, treffen wir gleich April im Murakamis. Da gibt es nämlich ein großes Mutanten-Sushi-Problem. Aber wir sind bis morgen früh wieder hier. Bleibt nicht wegen uns wach. Teenager. Folgen wir einfach den verzweifelten Schreien, oder? Metalhead kann noch nicht weit gekommen sein. Und wenn sein Peilsender noch aktiv ist, kann ich ihn orten. Da muss er sein. Nächste Querstraße links abbiegen. Ja, da ist er. Auf die andere Seite. Der geht doch nicht etwa gerade... Auf ein mobiles Klo? Vielleicht muss er ein bisschen Öl ablassen. Warte, das habe ich mal in der Zaubershow gesehen. Da unten im Boden ist eine Geheimtür. Hallo? Das war definitiv keine Geheimtür. Oh Mann, ist mir schlecht. Was war das? Ich kann's euch nicht erklären. Das sah aus wie... Tada! Was? Wie kriegst du das hin? Ich hab's einfach drauf. Ich krieg sowas ganz easy hingetörtelt. Es ist so ein dimensionales Tor wie... wie das Crankportal. Durch das Ding müssen die verschwunden sein. Ich frag mich, ob... Wow! Jungs! Donnie! Hilfe! Booyakasha! Ihr dürft aufstehen. Danke, Euer Majestät. Die Utrom haben mir das Fragment anvertraut, damit Hydrala das letzte Wort über seinen Verbleib hat. Seid ihr wirklich würdig, ein Werkzeug von so zerstörerischer Kraft an euch zu nehmen? Wer ist euer Anführer? Du? Du bist doch eigentlich noch ein Kind. Du kannst doch dessen nicht würdig sein. Wir mögen noch jung sein, aber wir haben große Schlachten gewonnen und ganze Planeten gerettet. Doch wir mussten auch mit ansehen, wie unser Heimatplanet vernichtet wurde. Doch wir bekommen gerade die Chance, unsere Welt zu retten, indem wir den Schwarze Loch-Generator vernichten. Ha! Den kann man nicht vernichten. Deshalb haben wir ihn ja verstecken müssen. Bleibt das Fragment hier, werden die Triceraton es bestimmt finden und zerstören euer Reich, um es zu kriegen. Wenn ihr das Fragment haben wollt, müsst ihr euch Kathuga stellen. Einer uralten Bestie, die keinem gehorcht außer mir. Und wenn ihr wirklich würdig sein solltet, wird sie es spüren und es euch freiwillig überlassen. Doch wenn nicht, wird sie euch in einem Stück verschlingen. Solange sie uns in einem Stück verschlingt und nicht vorher noch zermampft, klingt das halb so wild, Leute. Also ich wurde schon mal im Ganzen verschluckt. Wir besiegen dieses Kefuga-Ding. Aber sowas von...
Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber Cthulhu ist eines der 6 kosmischen Monster, mit denen man keinen Ärger haben möchte. Mann, ich frag mich, wie das Monster wohl aussieht. Nein, so bestimmt nicht. Ja, genau so. So muss ein Monster aussehen. Mikey, du bist der Allergrößte. Was meint ihr, bedeutet das wohl, wahrhaft würdig zu sein? Wir haben alle edle und reine Herzen. Das ist hierbei bestimmt was wert. Faszinierend. Ein komplettes protoplanetarisches System in den Tiefen eines ozeanischen Nebels. Die Wunder des Universums sind unergründlich. Haltet ihr zwei Nerds wohl endlich die Klappe? Wir sind da. Die Höhle der Cthulhu-Bestie. Armagon, wenn wir uns nicht als absolut würdig erweisen, bekommen wir das Teilstück nie. Ja, und mit dir an Bord und Leo als deiner Geisel, würde ich sagen, wir sind definitiv sowas von nicht würdig in den Augen von Cthulhu. Ich bin derjenige, der hier das Sagen hat. Also vorwärts! Eine riesige und mächtige Präsenz in der Höhle. Sie kommt immer näher und näher. Das wäre ein guter Zeitpunkt für den Rückzug. Willst du lebend wieder raus? Dann lässt du jetzt meinen Bruder gehen! Fugitoid, volle Schubkraft voraus! Ich verlange der Maschine schon alles ab, Captain Kirk! Entschuldigt, ich konnte nicht widerstehen. Ich werde echt noch seekrank hier. Das Raumschiff wird das nicht überstehen. Sie ist weg. Puh, war echt aufregend, was, Turtles? Hat mich wieder wach gemacht. Schafft ihr denn den Kerker? Voll erwischt. Auf dich wartet jetzt der Aquariumknast. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Casey Jones kam bereit auf die Welt. Bringen wir es hinter uns. Fensterreiniger drauf. Fensterreiniger weg. Fensterreiniger drauf. Fensterreiniger weg. Fensterreiniger drauf. Fensterreiniger weg. Hey, guck doch mal, April! Sieht gut aus, Feuerlöckchen. Du machst das echt toll, finde ich. Sehr witzig, Jones. Hör auf, rumzugammeln und hilf mir lieber. Für dich tue ich alles, Mon Cheri. Es heißt Mon Cheri. Kann ich dir helfen, April? Oh yeah, ich bin der Staubfädelkönig. Oh.
Mikey, hier ist gerade Staub von mir gesaugt worden. Ach ja, das kriege ich wieder hin mit ihm als Staubsauger. Wow, Leute! Seht euch das an! Eine Falltür? Ich wusste gar nicht, dass wir einen Keller haben. Was glaubt ihr wohl, was da unten ist? Ein böser Clown! Ein böser Clown! Lasst uns einfach mal nachsehen. Und wer geht vor? Ich nicht! Oh. Das Raumschiff wurde hier schon vor vielen Jahren versteckt. Was zur Hölle hat denn ein Krang-Raumschiff hier unter meinem Haus zu suchen? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Kommt mit! Leute! Seht ihr das? Das sieht aus wie ein Mensch, oder? Okay, hier drin wird nichts angefasst. Ich wiederhole, hier drin wird nichts angefasst. Mikey! Ups, ich werde hier drin nichts anfassen. Und zwar ab jetzt. Ich hab dir einen Tee gemacht. Zur Entspannung. Danke, April. Ich bin noch etwas durcheinander. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber... Das Krang-Raumschiff ist schon vor Ewigkeiten hier gelandet. Entdeckt wurde es von deinem Urgroßvater, der leider den Fehler beging, die Krang zu wecken. Sie bedankten sich bei ihm dafür, indem sie Experimente an ihm und seiner gesamten Nachkommenschaft durchführten. Die wussten, dass wir der Schlüssel zu ihrem kostbaren Mutagen sind. Wir waren ihre Versuchskaninchen. Oh, ich finde Kaninchen immer sowas von süß. Jetzt krieg dich mal wieder ein, du Vollidiot. Au! Nach deiner Geburt war klar, dass du etwas ganz Besonderes bist. Uns war klar, dass die Krang dich über kurz oder lang holen würden. Also rannten wir weg. Kirby entkam und floh mit dir nach New York. Aber ich wurde gefangen und in eine Art Koma versetzt. Wow. Hallihallo, meine Freunde. Schön, euch kennenzulernen. Euch habe ich sehr gerne. Und das nicht bloß aus der Ferne. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Worm. Ich mache meine Freunde glücklich. Helfe ihnen immer. Gebe ihnen meine Liebe. Ich bin der wohl mächtigste Worm in 10 Dimensionen. Und alles, was ich will, ist, euch 3 kleine Wünsche zu erfüllen. Naja, eigentlich nur noch 2, weil Caseys Wunsch ja bereits erfüllt wurde. Das hier ist echt total langweilig. Ich wünschte, es würde was nicht Langweiliges passieren. Deshalb gab's diese Zombie-Attacke. Okay, folgende Regel. Ihr habt noch 2 Wünsche frei. Und die müsst ihr euch teilen. Denn wir leben in wirtschaftlich schweren Zeiten. Ihr dürft euch aber nicht noch mehr Wünsche von mir wünschen. Das wäre gegen die Regeln. Und die letzte Regel lautet, ihr dürft niemals, jemals wünschen, einem Worm irgendwie zu schaden. Und abgesehen davon dürfen wir uns wirklich alles wünschen? Wow! Ganz genau! Also, was ist der nächste Wunsch? Das Beste für uns alle wäre ein endloser Vorrat an Comic-Heften. Oder ein Space-Surfboard für jeden. Ja! Mikey, wir müssen jetzt ernsthaft darüber nachdenken. Der erste Wunsch muss sein, die Erde zu retten, richtig? Wir müssen die Triceraton aufhalten. Sind das nicht schon 2 Wünsche? Wir wünschen uns universellen Frieden in der ganzen Galaxis. Das erfüllt doch so ziemlich alle Wünsche, oder? Ich habe einen noch wichtigeren Wunsch.
Casey Jones wird der ultimative Superheld des Universums sein. Casey, du hast schon einen Wunsch an diese blöden Astro-Zombies vergeudet. Oh Mann, ich wünschte, du wärst nicht so ein Vollidiot. Oh, Donny! Ich kann alles sehen. Jedes Molekül, jedes Elektron. Ich habe gerade die Gesamtzahl der quadratischen Zahlkörper mit eindeutiger Primzahlzerlegung gezählt. Ich bin das cleverste Wesen in der gesamten Realität. Was habe ich getan? Alles okay. Wir haben ja noch den dritten Wunsch. Wir können das zurechtbiegen. Na und ob ihr das könnt? Ihr müsst euch nur was wünschen. Also, was soll es sein? Casey, du Verräter! Aber zuerst brauche ich einen kleinen Beweis deiner Loyalität. Vernichte die Turtles! Kein Problem, Wormy! Ich zerquetsche sie dir! Casey, wie kannst du nur... Aber wenn ich die schon ein für alle Mal erledigen soll, habe ich ja wohl noch einen Wunsch verdient. Na gut, du sollst einen Bonuswunsch kriegen. Casey, ich glaube es einfach nicht. Wer bist du? Ich bin der, der sich wünscht, wir hätten diesen blöden Hyperwürfel niemals gefunden. Was? Das kannst du dir nicht wünschen. Casey, du bist ein Genie. Warte, wenn du den Würfel nicht gefunden hast, dann ist hiervon nichts passiert. Und dann... Du hast mir einen Wunsch gewährt und den musst du jetzt erfüllen. Nein. Dein Wunsch ist mir Befehl. Echt gruselig. Wie in einem Horrorfilm, wo gleich was Schlimmes passiert. Ich brauche nicht mal übersinnliche Kräfte, um hier ein echt ungutes Gefühl zu haben. Ich habe auch ein voll ungutes Gefühl. Das hier ist echt total langweilig. Ich wünschte es... Nein! Du wünschst dir rein gar nichts. Ich weiß nicht genau wieso, aber du sagst jetzt kein weiteres Wort. Okay, Feuerlöckchen. Du musst ja nicht gleich ausrasten. Mann! Meine Sensoren sagen, dass da an Bord nichts Lebendiges mehr ist. Ihr solltet sofort zurückkehren. Ich glaube, ich habe eine Spur des Triceraton-Mutterraumschiffs gefunden. Hey Jungs, hört ihr auch eine Stimme? Ach, nicht so wichtig. Das war wohl nur ein echt schräges Déjà-vu. Das ist nicht fair! Kommt zurück und wünscht euch was! Hört ihr mich? Lasst mich gefälligst hier raus! Affengoblins! Echte Affengoblins? Die sind viel verrückter als die kleinen Spielfiguren! Mit der Axt kann man doch unmöglich kämpfen. Kämpfe lieber nicht wie Raph der Ninja Turtle. Kämpfe besser so wie Raph der Zwergenbarbar. Ich hätte mich niemals auf das Kostüm einlassen dürfen. Diese Affengoblins haben doch eine gewisse Ähnlichkeit mit jemandem, den wir kennen. Die sehen fast so aus wie Rockwell. Was ist hier los? Und woher kamen diese Dinger überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber es gibt nur einen Weg, um hier rauszukommen. Wir lassen uns doch nicht wirklich darauf ein, oder? Solange wir keinen anderen Weg rausfinden, müssen wir hier nach Sir Malachis Regeln spielen. Wahnsinn! Wenn das hier ein Kerkerlabyrinth ist, gibt's hier bestimmt überall Fallen. Also lauft vorsichtig. Ich will nicht, dass ihr euch wehtut. Mein +1 Ring der Kraft verschafft. Du glänzt und bist so wunderschön. Du bist meine magische Kraftquelle. Mein Schatz. Ich geb dir gleich magische Kopfschmerzen. Wanderer! Ich bin nicht beglückwünsche euch, weil das erste Rätsel von euch gelöst wurde. Doch nun folgt das zweite Rätsel. Können wir den Vogel nicht einfach abschießen? Das Labyrinth ist das Gehirn, der Kerker ist der Verstand. Und wer in dem einen stolpert, hat sich in beidem für immer verrannt.
Kann das noch seltsamer werden? Ja, kann es. Bestimmt sind alle Steinfliesen da Falltüren. Da kommen wir im Nu rüber. Als Schatten-Ninja. Oh nein, mein Deutsch der unbegrenzten Möglichkeiten. So toll war der gar nicht. Das war ganz schön knapp. Was ist hier eigentlich los? Ich werde dir verraten, was hier eigentlich los ist. Das ist alles verzaubert. Sowas wie Zauberei gibt's überhaupt nicht. Das ist die Magie der Elfen der Vorzeitalter. Wieso rede ich überhaupt mit dir darüber? Am liebsten würde ich Sir Nerdekai so vermöbeln, dass er wieder zum Ei wird. Ich rupf diesem Vogel alle Federn aus und stopf sie in mein Kissen. Und dann... Sir Raphael, ihr fordert meine Macht heraus. Die machtvolle Macht der grauen Hochlandzauberer des Nordens. Du futterst offenbar ein Vogelfutter, das dir überhaupt nicht bekommt. Das langet jetzt. Samakulo Keruko Shuka. Fang endlich an. Na los, greif mich einfach mal an. Und zeig mir, was du wirklich so drauf hast. Rev, du, du hast auf einmal den Kopf eines Truthahns. Alter, das ist echt voll der Hammer. Der Gobbel-Gobbelmann geht wie ein Truthahn voran. Was? Seht ihr? Hier wird nur nach meinen Regeln gespielt. Und der Nächste, der sich nicht an meine Regeln hält, wird zum Eichhörnchen gemacht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Rätsel. Die Neugier, wo ihr seid, wird von euch gesteckt. Doch dauert das zu lange, dann werdet ihr alle gekriegt. Oh nein! Eine Feuerkugel! Heiß! Heißer! Noch heißer! Oh Mann! Nicht schießen, nicht schießen! Du bist tatsächlich eine ehrenwerte Kreatur. Mein Name ist Raphael. Und mein Name lautet Igithba. Du heißt Igith? Ich habe eine Idee. Auf unserer Erde, da gab's dieses Gemälde von der angeblich schönsten Frau, die je gemalt wurde. Und wie die würde ich dich gern nennen. Mona Lisa. Ganz wie du meinst, Raphael. Irgendwann werden sich unsere Nasen leibhaftig berühren. Meine Nase ist dafür bereit. Und, Mona Lisa, wie tauen wir deinen Freund wieder auf? Ich versuche es mal mit der schwächsten Stufe hier. Ja, auf die Art bekomme ich ihn im Nu wieder hin. Oh, wie sieht's aus, Fugitoid? Ich habe Donatello fast ganz aufgetaut, aber dabei vielleicht aus Versehen sein Gesicht geschmolzen. Oh nein! Oh Mann, jetzt habt ihr aber echt ein Problem! Boah, Rev ist nicht mehr auf unserer Seite! Wir sind jetzt alle Freunde, Mikey! Ich bin Commander Gitaka. Der Name ist ja nicht uncool, aber ich habe was Besseres für dich. Was hältst du von Laser-Echse? Nein. G.I. Lurch. Nein, jetzt hab ich's. Salakomanda. Oh, waren das endlich alle von denen? Ich werde dir nicht meine Hand anbieten. Was ich dir anbiete, ist Freundschaft.
Okay, das war schräg. Und jetzt tun wir das Era-Lila-Lila-Labilium! Schnell jetzt! Wir sind fast da! Ich befürchte, wir schaffen's nicht rechtzeitig. Leo! Oh nein! Ausgezeichnet, der dunkle Materie-Regulator. Oh nein, es ist soweit. Wir erfrieren gleich. Das überstehen wir nicht, Feuerlöckchen. Wir sind keine Mutanten. Geben Sie Gas, sonst sind wir gleich Eiszapfen, Professor. Bitte, hetzt mich nicht. Commander! Schneller, Honeycutt. Keine Zeit, keine Zeit. Oh, nicht doch. Herr Jemine, ich arbeite schon so schnell ich kann. Das ist das Ende. Raphael. Mona, ich wünschte, ich könnte dir sagen, was ich fühle. Raphael, glaub mir ruhig. Ich weiß es. Raphael. Mona? Oh, was ist passiert? Geht's euch soweit gut? Wir möchten euch danken. Hoffentlich können wir uns dafür irgendwann erkenntlich zeigen. Ja, irgendwann sicher. Keine Zeit für Torteleien, ich habe euer Raumschiff schon repariert. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wir müssen die Triceraton aufhalten. Mona, hör zu. Was ich versuche, dir zu sagen, ist... Lass es mich für dich sagen, Raphael, in meiner eigenen Muttersprache. Rakarura! Leb wohl, Mona Lisa. Oh, eines Tages wirst du sie wiedersehen. Das hoffe ich wirklich. Meister Splinter, ich habe versucht, Karai zu sagen, dass ihr Vater seid. Ich dachte, wenn sie es weiß, wechselt sie vielleicht auf unsere Seite. Es gibt ein Sprichwort. Wer ein loses Mundwerk hat, kriegt ein Nunchaku ins Gesicht. Sowas sagen Sie in Japan? Das würden Sie, wenn du da wärst. Dennoch, dein Herz ist am rechten Fleck. Womöglich ist die Zeit reif, dass sie die Wahrheit hört. Und womöglich solltet ihr es auch den anderen sagen, Sensei. Das hier fällt mir nicht leicht, aber es ist Zeit, dass ihr alle die Wahrheit kennt. Das Kind, das ich damals im Feuer verloren glaubte, Miwa, ist Karai, meine Tochter. Aus Zorn wurden Flammen. Und diese Flammen verdunkelten die Welt mit Rauch. Und in dieser Dunkelheit hat Shredder mir Miwa gestohlen. Ich dachte, sie wäre gestorben. Aber sie wuchs bei Shredder auf, als wäre sie seine Tochter. Und er machte sie zu einer tödlichen Kampfmaschine. Wartet, das darf nicht wahr sein. Das ist sowas wie ein Witz, oder, Sensei? Karai ist unser Schwesterherz. Sensei, sie wird nie eine von uns. Sie wurde von Shredder erzogen. Ja, wie könnten wir ihr jemals trauen? Es steckt Gutes in ihr. Das weiß ich. Die Wahrheit muss gesagt werden. Du hast verloren, Ratte. Miwa. Karai, tu das nicht. Splinter, er ist dein Vater. Dein richtiger Vater. Du lügst doch. Um ihn zu retten, würdest du alles behaupten. Nein, ich schwöre dir, unser Meister ist dein Vater. Hamato Yoshi. Entweder du schweigst ab jetzt, oder ich bring dich zum Schweigen. Was?
Meister Shredder will sie allesamt lebend haben. Er besteht auf das Vergnügen, die Ära der Turtles selbst zu beenden. Verstehe. Dann kümmern wir uns erstmal um die Ratte. Lass Splinter in Frieden, Karai! Oder du kriegst echt Stress mit mir! Meine Söhne, geht jetzt! Lauft! Splinter! Wir müssen hier weg und ihn später retten. Los! Lass dir auf keinen Fall entkommen! Wenigstens gehört die Ratte noch uns. Au, au, au. Aua! Das ist deine Schuld, Leo. Hättest du Splinter nicht angerufen, wären wir jetzt nicht in diesem Schlamassel. Ich hatte doch keine Wahl, Rev. Entweder er oder Mikey. Ich dachte, der Sensei würde mit ihm fertig werden. Aber da hast du wohl falsch gelegen. Wir wissen, wohin sie ihn gebracht haben. In Shredders Hauptquartier. Und wir kämpfen für Meister Splinter. Es gibt Zeiten, Brüder, in der die Geschichte geformt wird wie geschmolzener Käse. Sie klebt zusammen wie ein Ganzes, ist in der Mitte aber noch schön weich und matschig. Seid ihr dabei? Verdammt dämliche Ansprache, aber ich bin dabei. Wir schaffen das. Wir retten euch, Meister Splinter! Ergreift sie! Ihr habt es geschafft, Sensei. Mit der Hilfe meiner tapferen Söhne, ja. Und mit der Hilfe unserer tapferen Freunde. Aber was ist mit Karai? Ich kann immer noch nicht glauben, dass diese boshafte Hexe eure Tochter ist. Verzeiht mir meine Ehrlichkeit. Vielleicht wird sie eines Tages die Wahrheit glauben, aber das ist allein ihre Entscheidung. Was uns betrifft, wird jetzt erstmal gefeiert. Ganz genau! Und zwar mit den Pizzas von Antonio! Eins noch, was glaubt ihr, wohin der Crane Boom befördert wurde?